Moin, Servus und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zur Discovery Tour Viking Age. Wir haben Kapitel 6 abgeschlossen, Alfreds Vermächtnis, und hier alles erkundet in Winchester und Umgebung. Und achso, machen hier nochmal im Kodex gerade alles schön. Die Burg hatten wir. Vitenagemod hatten wir auch. Firth hatten wir. Die Sieben Königreiche hatten wir auch. Winchester, das Kochen und die Küche, ja, klar, mit der Pfanne, ja, das hatten wir auch. Und die legendären Brüder hatten wir auch. Altenglische Literatur, ja, und Alfreds Silbermünzen, ja, check. Lang lebe der König, ja, hatten wir. Gut. Dann auf zur nächsten Quest. Die vorletzte schon. Neues Leben, neue Lande. 885. 7 Jahre Zeitsprung. York, angelsächsisches Britannien. 14 Jahre sind vergangen. Für Thorsten und Gunhilda, die jetzt reiche Händler in der blühenden Stadt Jorvik sind. Wo Wikinger und Angelsachsen regen Handel treiben, beginnt ein eigentlich perfekter Tag. Mal sehen, wer uns denn dieses Mal versauen wird. Wird es Björn sein? Mal schauen. Wird es schon wieder Björn sein, müsste ich natürlich fragen. Aber Björn war ja eigentlich ganz woanders, ne? Er war ja bei Guthrum im Gefolge. Neues Leben, neue Lande. Thorsten und Gunhilde haben sich einen Namen gemacht und ein komfortables Leben in Kopparigat. Trick, ihr ehemaliger Trell, soll in eine angelsächsische Frau heiraten, eine Verbindung, die die Gemüter auf beiden Seiten erhitzt. Erhitzen. Nee, erhitzt. Der York, Himmel sollte angelsächsisches. diesen Nachmittag klar bleiben. Sehr schade, dass Sie nicht bei Morgengrauen geheiratet haben. Das Licht bringt die Schönheit hervor. Ist sie jemand, den ich kenne? Du kannst sie das nächste Mal grüßen, wenn du einen Spiegel erblickst. Sei unbesorgt. Ich werde viel Zeit für Schönheit haben, während ich Edgüd bei den Vorbereitungen helfe. Du solltest Trück nicht so lange allein arbeiten lassen, sonst kann er in einem wichtigen Moment seine ehelichen Pflichten nicht erfüllen. Ich muss einige Zeit im Laden verbringen. Und dann ist da die Sache mit deinem Geschenk. Das bestgehütete Geheimnis in 20 Jahren Ehe. Ich bin beeindruckt, dass du deine Zunge im Zaum halten konntest. Du überraschst mich jeden Tag. Ich dachte, es wäre an der Zeit, zumindest einmal den Gefallen zu erwidern. Das hast du bereits. Ich war vielleicht ungehalten, als du mich geweckt hast, aber der Sonnenaufgang war besonders schön. Morgen dann ebenso? Lass uns erst einmal heute überstehen. Ich dachte, sie sagt, nein, morgen wird ausgeschlafen. Wer war im Heer? Was hat denn das Heer jetzt mit irgendwas zu tun? Ich dachte, wir heiraten. Das sogenannte große heidnische Heer setzte sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Gruppen zusammen. Kamen sie alle aus Skandinavien? Eure Forschungsergebnisse legen nahe, dass dem nicht so war. Oha. Die Skandinavier wurden möglicherweise von Nachkommen von Wikingersiedlern aus Frankreich, Friesland, den schottischen Inseln und Irland begleitet, die von der Aussicht auf Reichtum und neue gesellschaftliche Möglichkeiten angelockt wurden. Die Siedler kamen sowohl aus dem einfachen Volk als auch aus dem Adel und alle teilten die Hoffnung, sich ein neues Leben aufzubauen. Es waren mit Sicherheit auch Frauen anwesend. Einige reisten allein, andere folgten und unterstützten ihre Familien oder Haushalte auf der Reise. Frauen legten sich, wie alle anderen auch, mächtig ins Zeug, um sich ein neues Leben in den angelsächsischen Königreichen aufzubauen. Diese Karte illustriert die vermeintliche Herkunft der überwiegenden Mehrheit der nordischen Siedler. Die türkisen Pfeile zeigen die dänische und zu einem gewissen Teil die friesische Völkerwanderung. Die blauen Pfeile zeigen die norwegischen Reisewege. Jeder Buchstabe gehört zu einer Region. A. Norwegen, B. Dänemark, C. Friesland, da haben wir D. England, E. das Piktland, F. Irland und
G, das Königreich Dublin. Die Stadt Jorvik ist mit der Zahl 1 markiert. Okay. Schauen wir mal. Eine künstlerische Karte, welche die Herkunftsorte der Wikinger und ihre Zielgebiete auf den britischen Inseln zeigt. So, was haben wir denn hier? Das Piktland. Da haben wir Irland. Und das ist noch nicht Dublin, oder? E? Doch, irgendwie schon. Ja gut. Warum ist denn Dublin hier drüben? Ich meine, das erscheint mir irgendwie nicht richtig, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Die Leute bei Ubisoft wissen schon, was sie tun. Jedenfalls hier eine Dänen, Friesen, Dänen, sorry. Ja, wahrscheinlich geht es dir darum, einfach zu zeigen, wie vielschichtig die Bevölkerung hier ist. Ne? Also nicht nur die Angelsachsen, die ja auch schon so ein kleines Konglomerat an Völkern sind, sondern auch halt die Friesen, Dänen, Franken haben wir gehört. Zumindest halbe Franken, also Normannen. Jorvik, Boom nach der Eroberung. Nachdem die Skandinavier das heutige York, ehemals Jorvik, dann Jorvik, 866 erobert und sich dort niedergelassen hatten, hat die Stadt archäologischen Funden zufolge eine Zeit des massiven Wandels durchgemacht. Eine regelrechte Blütezeit. Vor seiner Eroberung war York bei den Angelsachsen als Jorvik bekannt und bestand aus vereinzelten Gebäuden. Nach der Eroberung durch die Wikinger, so legen es archäologische Untersuchungen nahe, errichteten diese in einer sehr viel strukturierteren und organisierteren Form zahlreiche neue Häuser und nannten die Stadt Jorvik. Weitere Untersuchungen deuten darauf hin, dass es etwa zu der Zeit, als sich die Wikinger auf beiden Seiten der Use niederließen, zu einem sprunghaften Anstieg der Bevölkerungszahl kam. Diese Funde scheinen die Entwicklung von York zu einem städtischen Zentrum in dieser Epoche zu belegen. Der Helm, der hier zu sehen ist, gehört zu den Hinterlassenschaften der damaligen Bewohner Yorks und er erinnert daran, dass selbst in Zeiten von Wachstum und Wohlstand der Krieg ein ständiger Begleiter im alltäglichen Leben war. Der Coppergate-Helm, ein äußerst gut erhaltenes Stück hervorragender Handwerkskunst aus der Wikingerzeit im Yorkshire Museum zu finden. Ja, gut sieht er aus. Er sieht aus wie ein Lederhelm. Oder? Ich würde meinen, das Leder und dann halt mit irgendwelchen Messingbeschlägen oder so. Mutig. So, was haben wir denn vor? Wo wollen wir hin? Und was begegnet uns unterwegs noch alles? Aha, wir wollen hier nach rechts direkt. Suche Trück am Hafen. Machen wir direkt. Unterwegs nehmen wir hier noch so ein paar Punkte mit. Vielleicht. Oh, vielleicht auch ein paar mehr. Müssen wir mal schauen. Es wimmelt ja hier nur so von Punkten. Aber vielleicht machen wir erstmal die Quest, ne? Nehmen nur alles mit, was so direkt auf dem Weg liegt. Der Kopharigata-Markt. Die Stadt Jorvik, das heutige York, war ein großes internationales Handelszentrum, das seinen Erfolg teilweise dem blühenden Handwerkermarkt verdankte. Das Kopharigata-Viertel, heute Coppergate, war ein lebendiger Ort der Kultur, der Handwerkskunst und des Handels. Wer damals den Kopharigata-Markt besuchte, konnte Waren und Schätze aus allen Ecken der Welt entdecken. Außerdem fanden sich dort Handwerkerinnen und Handwerker jeglicher Art. Töpfereien, Webereien, Silberschmieden, Eisenschmieden, Lederwerkstätten, Glaswerkstätten, Kammacherverarbeitung von Holz, Horn, Gebeinen, Steinen, Knochen und vielen, vielen mehr. Dieses eiserne Schloss und diese Lederschuhe sind nur einige der vielen Dinge, die es hier zu kaufen gab. Außerdem wurden hier vermutlich auch versklavte Menschen zum Verkauf angeboten, denn Sklaverei spielte eine große Rolle in den sozialen und wirtschaftlichen Strukturen der Nordleute, wie auch der Angelsachsen. Zwei Beispiele für die Handwerkskunst am Kopharigata-Markt: ein eisernes Schloss samt Schlüssel und drei Lederschuhe aus der Wikingerzeit,
Im Jorvik Viking Center findet man die Sachen. Ja, damals haben die Schlüssel noch so ein bisschen anders funktioniert, wie es aussieht. Und Schuhe sahen vielleicht auch noch ein bisschen anders aus, möglicherweise. Kommt hier nicht unterwegs noch ein Punkt? Ja, hier links, ne? Der Hafenspeicher. Die Welt zu Gast in Jorvik. Im frühen Mittelalter verlagerte sich das Zentrum des europäischen Handels vom Mittelmeer in die Meere des Nordens. Durch diesen Umstand gelangten Güter und Reichtümer aus aller Welt in die mittlerweile skandinavische Stadt Jorvik. Die Waren, die in Jorvik gehandelt wurden, stammten teilweise aus Ostasien. Wer dort siedelte, konnte fremdländische Produkte wie Gewürze, Zimt, Pfeffer, Seide oder wie hier zu sehen, Karneolperlen aus Indien erwerben. Die Nordleute stellten gern ihren Reichtum zur Schau. Das Tragen seidener Kleidungsstücke oder Kopfbedeckungen war eine Möglichkeit, allen zu zeigen, wie reich man war. Ja, Seide, ne? Kein heimisches Produkt. Eine Karneolperle aus Indien. Aus der Wikinger Zeit im Repton Charnel Trench zu sehen, zu finden, keine Ahnung. Interessante Färbung auf jeden Fall. Ist es eine typische Karneolfärbung? Ich weiß es gar nicht. So, was haben wir denn hier? Reiher auf dem Schiff, na toll. Schuh, 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 weg, rutsch. Das Frachtschiff Knörr. Als seefahrendes Volk kannten die mittelalterlichen Skandinavier zwar viele Schiffsarten, doch wurde wohl keines so viel benutzt wie das Frachtschiff Knörr. Ein hochseetaugliches Handelsschiff. Ja, sehen wir schon, ne? Deutlich breiter, höhere Bordwände auch. Länger auch, ein bisschen, zumindest das hier, als unser Schiff. Und wie auf diesem Bild zu sehen ist, im Deutschen heißen die auch Knorre. Wollte ich nur mal, ist mir gerade so eingefallen, wollte ich meinen da. Wie auf diesem Bild zu sehen ist, war der Rumpf des Hochseehandelsschiffs der größte, breiteste und tiefste aller altnordischen Schiffe. Somit konnte es mehr Gewicht als sein Geschwister tragen, nämlich bis zu 24 Tonnen Fracht. Und deshalb wurde das Schiff oft für kommerzielle Zwecke wie Transport oder Handel eingesetzt. Es war anpassungsfähig und konnte sowohl über die Weiten der Meere als auch über flache Flüsse im Landesinneren fahren. Man brachte damit skandinavische Siedler und ihr Vieh sowohl in nahegelegene Gebiete wie das angelsächsische Britannien als auch zu ferneren Zielen wie Island oder Grönland. Als Handelsschiff brauchte die Knörr nicht so wendig wie ein Kriegsschiff zu sein. Dadurch waren weniger Besatzungsmitglieder und weniger Ruder notwendig, um sie den Kurs wechseln zu lassen. Praktischerweise blieb somit mehr Platz für Fracht und Waren. Die Saga Farman, der Nachbau des norwegischen Klastadskipet um 1000, zeitgenössisch. Sieht schon cool aus. Und hier wirklich deutlich mehr Platz drauf. Bordwand einfach schulterhoch beinahe. Und Alfred haben wir freigeschaltet. Jetzt. Ach, zu spät. Beschützte Wessex vor den Wikingern und förderte die Alphabetisierung seines Volkes. Ja, wunderschön diese Knorre, wie auch immer man die nennt. Zurück! Nennen Du hast möchte. ohne mich mit dem Ausladen begonnen. Echt? Was ist los bei dir? Schwere Arbeit vor der Hochzeit? Deine Braut wird den Bund nicht mit einem Kuss besiegeln wollen. Wenn du nicht willst, dass ich so sehr schwitze, kannst du mir helfen, die Waren zu unserem Stand zu bringen. Ich gebe dir deine Freiheit und im Gegenzug gibst du mir Befehle?
Du hast Glück, dass ich dich nicht mit weiteren Entdeckungsreisen in Versuchung führen kann. Ah, Edgut würde das nie zulassen. Sie will sich niederlassen und eine Horde goldhaariger Angeln aufziehen. Ich habe nie gewagt zu fragen, was du an ihr findest. Ich weiß, dass viele gute Nordfrauen am Boden zerstört waren, als du deine Verlobung bekannt gabst. Sie brachte mich zu unserem Herrn und Erlöser, Jesus Christus. Ich weiß, das erscheint einigen nicht viel, aber sie denkt auch anders. Jede Unterhaltung ist eine Entdeckung, wo die Bräuche unserer Sippen sich überschneiden und wo sie sich unterscheiden. Ein Treffen von Herz und Verstand also. Ihr seid doppelt gesegnet. Dreifach, Thorstein. Durch deine Freundschaft und unser neues Handelsbündnis. Deine harte Arbeit hat mich zu einem reichen Mann gemacht. Es ist nur gerecht, dass ich mich erkenntlich zeige. Ich muss heute einige Dinge verkaufen, um die Kosten von Tryggs Hochzeitsgeschenk zu decken. Mhm. Willkommen in Jofarvik. Ich habe feine Wolle von jenseits des Meeres, Met und Honig aus den Landen im Süden und warme Winterfelle von den nördlichen Stämmen. Einen guten Tag. Ich bin aus dem Kalifat hergereist, um Geschenke für die Hochzeit meiner Tochter zu finden. Ich brauche 16 Ellen Wolle, den Pelz eines großen Bären und 3 Töpfe Sommerhonig. Ich habe gehört, deine Preise seien anständig. Deine Ohren haben dich nicht getrogen. Lass mich alles zusammenrechnen. Den Preis verdoppeln, etwas Gewinn machen, die Waren zum Einkaufspreis überlassen. Könntest du deine Bestellung bitte wiederholen? Ja, ein bisschen Gewinn müssen wir schon machen, ne? Verdoppeln ist, glaube ich, ein bisschen zu krass. Für all diese Waren verlange ich lediglich 2 Unzen Gold. Nicht gerade billig, aber man sagte mir, du verkaufst nur Waren von höchster Güte. So ist es. Ah, schön. Ich zahle deinen Preis. Ich hoffe, du schickst auch andere zu mir. Dir einen guten Tag, Herr. Wir suchen Spenden, um den Armen und Kranken zu helfen. Hast du irgendetwas, das du geben kannst? Ein durchaus edler Zweck. Lass mich überlegen. Nimm 3 Unzen Gold und meinen besten Pelz, Mathe. Nein, das war ein hartes Jahr. Ich kann nur Met und Räucherfleisch erübrigen. Ich habe derzeit nichts, was ich der Kirche geben könnte. Verzeih ich. Ja, Met und Räucherfleisch ist doch für die Armen gar nicht so schlecht vielleicht, oder? Ich kann dir etwas Met und Fleisch geben, um leere Bäuche zu füllen. Aber ich fürchte, mehr kann ich nicht tun. Jede Spende ist gern gesehen, Bruder. Der Herr beschenkt jene, die freudig geben. Eine Stunde später. Björn, viele Monate sind vergangen. Wie läuft der Handel im Norden? Nicht gut. Die Pikten sind wilde. Und die Angeln sind kaum besser. Sie alle wollen etwas für nichts, ohne einen Deut nachzugeben. Das liegt in der Natur des Gewerbes, mein Freund. Etwas zu finden, mit dem alle glücklich sind. Vor allem nicht, wenn ich Gudrum Geld schulde. Kann ich auf dich zählen, Thorstein? Wenn seine Männer mich holen kommen, wirst du mir zur Seite stehen? Nimm die Gewandnadeln dort vom Regal und verkaufe sie auf dem Markt. Sie werden mit wenig Mühe einen guten Preis einbringen. Bestimmt genug, um Gudrum bei Laune zu halten, während ich Käufer für meine anderen Waren suche. Du hast mich wieder einmal gerettet, Bruder. Danke. Hm. Ja, Falscherei, ne? Aber was ist denn hier mit der Falscherei? Falscherei und Hacksilber. Obwohl Münzen sich langsam zur Hauptwährung entwickelten, blieb der Tauschhandel üblich. Diese Art des Gütertauschs setzte ein, zumindest inoffizielles System voraus, welches den relativen Wert von Waren festlegte. Ein Händler konnte zum Beispiel verhandeln, wie viele Hennen er im Tausch gegen 3 Walross-Stoßzähne bekam. Neben dem Tauschhandel kam auch die Praxis des Silberhackens auf. Wenn Wikinger Gegenstände aus Silber in die Hand bekamen, hackten sie diese in Stücke. Dieses gehackte Silber war viel einfacher zu transportieren und bei Geschäften zu verwenden, indem ihr Wert durch Wiegen ermittelt wurde. Hacksilber konnte schlussendlich eingeschmolzen und in Warenform gegossen werden, wie hier im Beispiel zu sehen. Aha, das ist so ein kleiner süßer Barren, ja? 3 Arbeitsschritte bei der Herstellung von Barren. Ein Stück Hacksilber, eine Form und der resultierende Barren. Aus der Wikingerzeit. Zu finden im Dänischen Nationalmuseum Kopenhagen. Achso, ah, das ist das Hacksilber. Das ist die Form natürlich. Und da kommt hier so ein kleiner
Waren heraus. So ein guter Hund. So, was ist denn hier unser Auftrag? Mahle ich ein bisschen Mehl? Ich hoffe doch nicht, dass das unser Auftrag ist. Ich weiß gar nicht, womit wir handeln. Mit allem scheinbar. Hier ist ein bisschen Schmuck. Pelze und ein Steindolch. Ja, könnte sogar Metall sein. Becher, Köpfe, Pfannen, Nahrungsmittel, Met. Ah, nach da drüben soll ich. Anglo-skandinavische Mode. York, ehemals Jorvik, dann Jorvik, war ein Zentrum des nordischen Handels. Hier tauschen Angelsachsen und Nordleute nicht nur Waren aus, sondern auch Kultur, Stil und Mode. Wolle war bei beiden Bevölkerungsgruppen das meistverwendete Material, gefolgt von Leinen. Außerdem gab es Kleidungsstücke aus oder mit Seide, die von weit her aus dem Nahen oder Fernen Osten ins angelsächsische Britannien gebracht worden war. Der angelsächsische und der skandinavische Modestil unterschieden sich. In Skandinavien waren gefärbte Stoffe beliebter als im angelsächsischen Raum. Die nordische Kleidung war heller und farbenfroher. Die Fusion von angelsächsischem und nordischem Modestil lässt sich anhand von Broschen und Fibeln, die vor allem von Frauen getragen wurden, nachverfolgen. Als die Nordleute auf den britischen Inseln ankamen, ließen sich die skandinavischen Fibeln leicht von den angelsächsischen unterscheiden. Sie unterschieden sich in Größe, Form, Dekoration und der Art der Befestigung. Aber je mehr sich die beiden Kulturen im Laufe der Zeit annäherten, desto ähnlicher wurden auch die Modestile und die Broschen und Fibeln. Die filigrane Pitney-Fibel, die hier zu sehen ist, ist ein hervorragendes Beispiel für anglo-skandinavische Handwerkskunst. Ja, Fibel, ne, das ist so eine Mantelschließe im Prinzip. Die Pitney-Fibel, ein atemberaubendes Stück anglo-nordischer Handwerkskunst, aus dem 11. Jahrhundert im British Museum zu finden. So, das hier ist, glaube ich, ein Tintenfisch, oder? Der hier so abgebildet ist. Na gut, warum nicht? So, eigentlich möchte ich mich direkt nach rechts wenden. Das könnte aber ein bisschen kompliziert sein, es sei denn natürlich, ich komme hier direkt durch. Animus übersetze Skoll. Eine recht lebendige tote Sprache. Anscheinend konnten sich Wikinger und Angelsachsen zu ihrer Zeit noch ansatzweise verständigen, da ihre Sprachen sich ähnelten und noch nicht lange auseinanderentwickelt hatten. Für die englischen Sprachaufnahmen hat sich das Voice-Design-Team linguistische Hilfe geholt, zum Beispiel von der Runologin Maya Beckwall von der Universität Uppsala. Uppsala, lustiges Wort. Die Texte wurden in drei Versionen geschrieben. Auf Englisch für den Kontext, in der Originalsprache, Latein, Altnordisch, Altenglisch und in Lautschrift, um die Aussprache vorzugeben. Aussprache, ungefähr so. Spannenderweise fiel es allen Isländern und Isländerinnen relativ leicht, Altnordisch zu sprechen. Tja, die bräuchten wahrscheinlich kein Wörterbuch, wenn sie ihre Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern mal treffen würden. Auch wenn das eher unwahrscheinlich ist. Wahrscheinlich, ja. Fotos von Magnus Brun und Cecilie Stenspiel bei den Aufnahmen für Eivor. Ach, das sind die beiden Synchronsprecher quasi. Cool. Er sieht ein bisschen aus wie, ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie der Typ heißt. Der Typ, der halt Tormund Riesentöter spielt.
Ich habe echt seinen Namen vergessen. Ich meine, der ist auch für einen durchschnittlichen Mitteleuropäer nicht ganz einfach zu merken, aber ja, jedenfalls. Schöner Bart. So, haben wir auch abgehakt. Nein, ja, einfach nach links hier die Straße runter scheinbar. Ich hoffe jedenfalls, dass das die richtige Richtung ist. Sieht so aus. Was will ich denn da eigentlich tun? Habe ich das schon rausgefunden? Triff den Runenschnitzer bei der Forseta-Ruhestätte. Aha. Was wird das Geschenk für unsere geliebte Frau? Irgendwas mit geschnitzten Runen? Da bin ich ja mal gespannt. Ups. Steinskulpturen. Viele Völker haben Steine bearbeitet, um ihrer Religiosität Ausdruck zu verleihen oder einzelne Personen und Ereignisse zu feiern. Diese atemberaubenden Kunstwerke lassen gleichzeitig aber auch Rückschlüsse auf das Leben ihrer Erschaffer zu. Bisher sind etwa 400 anglo-skandinavische Steinskulpturen bekannt, die zwischen 876 und 1066 errichtet wurden. Die zunehmende Zahl neuer Skulpturen in diesem Zeitraum legt die Vermutung nahe, dass die Bevölkerung in der Region des Danlag nicht nur wuchs, sondern auch wohlhabender wurde. In manche dieser Skulpturen wurden sowohl heidnische als auch christliche Symbole eingraviert. Dieses Kreuz stellt beispielsweise sowohl Jesus am Kreuz dar, als auch filigrane heidnische Muster. Das könnte bedeuten, dass sich die christlichen und heidnischen Glaubensvorstellungen in der anglo-skandinavischen Gesellschaft immer mehr miteinander vermischt haben. Damals, das ist Jesus am... Okay, mit viel gutem Willen ist es Jesus am Kreuz. Meine Kunstlehrerin, keine von denen, hätte es wahrscheinlich gut gefunden, wenn ich das so gemalt hätte. Einer der Kirk Levington Stones mit dem oberen Teil einer Kreuzigungsdarstellung. 900, Preston Park Museum in St. Martin in St. Hilary Church, Kirk Levington, Vereinigtes Königreich, zu finden. Ja, gut. Schön. Ne? Hier sind die heidnischen / skandinavischen Muster. Sind es 2 oder 3 Buchstaben? Keine Ahnung. Sind es überhaupt Buchstaben? Ist das denn eine Jahreszahl? Wahrscheinlich nicht. So, da reden wir mal mit dem Runenschnitzer. Sei gegrüßt. Ich möchte einen Runenstein in Auftrag geben, um vieler Jahre des Glücks und Erfolgs mit meinem Weib zu gedenken. Eine gute Idee. Da gibt es viele Möglichkeiten. Das habe ich befürchtet. Zeig sie mir. Zuerst musst du die Art des Steins wählen. Ein Granit, Kalkstein oder könntest du die Frage wiederholen? Ja, natürlich Granit, ne? Viel härter, hält länger. Granit, bitte. Eine solide Entscheidung. Er wird der Witterung über viele Jahrzehnte standhalten. Ist das die Art Stein, die du willst? Ja. Ja, sehr gut. Dann machen wir weiter. Nun musst du dich entscheiden, was auf dem Runenstein stehen soll. Irgendwas mit Liebe. Etwas Gefühlvolles, etwas Traditionelles, etwas Freches. Könntest du die Frage wiederholen? Ja, ich mache mal was Gefühlvolles, weil das soll ja schon so ein Geschenk sein, ne? Liebe mich. Ich liebe dich, Gunhilda. Küss mich. Ich kenne dich gut. Eine Liebeserklärung für die Ewigkeit. Ist das die Inschrift, die du willst? Eher nicht. Hattest du etwas anderes im Sinn? Nun musst du dich entscheiden, was auf dem Runenstein stehen soll. Gunhilda nahm mich, als ich in Stavanger war. Da sie dich noch immer hat, muss es sich wohl gelohnt haben. Ist das die Inschrift, die du willst? Eher nicht. Hattest du etwas anderes im Sinn? Nun musst du dich entscheiden, was auf dem Runenstein stehen soll. Die Liebe besiegt alles. Lass auch uns der Liebe erliegen. Manchmal kommen die Worte, die wir am meisten brauchen, von jemand anderem. Ist das die Inschrift, die du willst? Ach Gott, das ist ja alles schrecklich. Eher nicht. Hattest du etwas anderes im Sinn? Nun musst du dich entscheiden, was auf dem Runenstein stehen soll.
Also meine erste Wahl war vielleicht doch noch am besten. Liebe mich. Ich liebe dich, Gunhilda. Küss mich. Ich kenne dich gut. Eine Liebeserklärung für die Ewigkeit. Ist das die Inschrift, die du willst? Ja. Ich beginne sogleich mit der Arbeit. Deine Gattin wird sicher zufrieden mit dem Ergebnis sein. Nun musst du nur noch einmal bestätigen, dass ich diesen Entwurf für dich umsetzen soll. Gerne. Eine neue gemischte Identität. Aha. Die Kirche stellt die Welt oft in Schwarz-Weiß dar und beschrieb einen wütenden Krieg zwischen Christen und Heiden um die Vorherrschaft ihrer Glaubenssätze. Die Wahrheit war jedoch wesentlich komplexer, als es die von Christen geschriebenen Quellen vermuten lassen. Es scheint, dass es die Heiden und Christen im angelsächsischen Britannien schafften, ihre Differenzen zu überwinden, gemeinsam unter denselben Herrschern zu leben und das Land zu teilen. Mit der Zeit sahen sich die Völker, die im Danelag lebten, ungeachtet ihrer Herkunft womöglich als ein und dasselbe Volk an. Angelsachsen verstanden sich vielleicht genauso sehr als Dänisch wie als Englisch. Dieser Griff war das Ergebnis einer Kombination von angelsächsischer und skandinavischer Handwerkskunst. Ein gegossener Messergriff in angloskandinavischem Stil aus einer Kupferlegierung, dekoriert im Ringerike-Stil aus dem 11. Jahrhundert, im Winchester Museum, Hampshire Cultural Trust, zu finden. Ein Messergriff also. Mhm. Zur Kenntnis genommen. Was soll ich ja machen? Mich für einen Stein entscheiden? Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich finde ja da dieses Kreuz eigentlich schöner, oder? Da links der Stein ist wahrscheinlich ein bisschen traditioneller. Ich würde auch so einen kleinen super bunten Stein nehmen. Der sieht halt auch schön aus. Aber ich glaube, Thorsten und Gunhilda sind noch keine Christen, ne? Also nehmen wir lieber da sowas da drüben, denke ich. Aber beim nächsten Mal, für heute war es das schon wieder, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.